Hallo Bad Türkheim, geht's euch gut? Schön, schön, schön. Leute, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich komme direkt auf den Punkt, ich bin sehr neugierig. Von daher als allererstes mal die Frage, haben wir heute zufälligerweise Türken im Publikum? Leute, ich war ein sehr neugieriger Mensch. Ihr seid Türken? Schön, woher? Türken nennen, cool, schön, 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 schön. Ihr habt voll cool reagiert, weil ich habe neulich in der Schweiz gespielt, in Basel. Und da habe ich auch gefragt, hey, haben wir Türken im Publikum? Ein Mann steht auf und sagt original, yeah! Ja! Ja! Guck mal, ihr lacht, aber ich habe mich erschrocken. Ich habe sogar ein bisschen gekackt, ich gebe es auch zu. Ich gucke den Typen an, ich sage, hey, Kollege, ist alles in Ordnung bei dir? Und er guckt mich an und sagt, Wallah, ich dachte, wir sind mehr. Normalerweise, wir sind immer mehr. Aber ich habe mich nach der Show auch trotzdem mit ihm unterhalten. Ich bin kein nachtragender Mensch und egal was passiert, der Typ bleibt mein Vater. Ja, Mann. Ich bin ja neugierig, habe ich ja schon gesagt. Haben wir heute Italiener im Publikum? Oder Italienerinnen? Kein. Oder sehe ich euch noch nicht? Spaß. Nein, ich hatte neulich eine Show in Mainz. Da habe ich auch gefragt, weil ich neugierig bin, hey, haben wir Italiener im Publikum? Und einer hat gestreckt, aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich bin ja auch nicht groß. Ich habe zu ihm gesagt, Kollege, steh doch auf, dann sehe ich dich. Und der sagt, du Fettsack, ich stehe schon auf dem Stuhl. Schön, schön, ihr seid gut drauf. Ich hab noch kurz die Frage nochmal, haben wir hier im Publikum zufällig Menschen, die, sage ich mal, leidenschaftlich essen? Mal kurz per Applaus. Die etwas dickeren Herrschaften klatschen hier nie. Hör auf, das fällt auf. Nein, warum ich frage, ich liebe Essen. So, bei mir ist es auch so ein kulturelles Ding. Ich bin so groß geworden. Essen ist bei uns was sehr, sehr Wichtiges bei mir in der Familie. Aber nur für euch zu veranschaulichen, wie gerne ich esse tatsächlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich mir bei Lieferando was zu essen bestelle, ich fahre dem entgegen. Guck mal, ihr lacht. Aber ich habe letztes Mal Trinkgeld bekommen. 5 Euro, einfach so. Aber deswegen ist so, ich mache mich gern darüber lustig, weil mich betrifft es ja auch. Früher hatte ich Probleme damit, mittlerweile ist mir ehrlich zu sein scheißegal. Es hat aber schon auch seine Schattenseiten, muss man ganz ehrlich ansprechen. Zum Beispiel für mich, das erste Mal intim mit einer Frau, das werde ich niemals vergessen, weil das war nicht schön. Wirklich. Ja, wirklich. Ich habe mich ausgezogen, die hat mich angeschaut, ich stand so da. Die guckt mich an, die fängt einfach an zu schreien. Wirklich. Ich wusste, wie ich damit umzugehen habe. Ich habe sie angeschaut und noch lauter zurückgeschrien. Ja, Mann. Und das Ganze einfach mitten im Rewe. Ja. Die arme Kassiererin. Ja. Guck mal, ich habe auch gar keine Lust, auf diese Klischees einzugehen. Deutsch, Türke, bla bla bla. Aber ich bin schon wirklich sehr stark behaart. So. Ich bin wirklich sehr behaart. Um euch zu veranschaulichen, wie behaart, ich sehe nackt aus wie ein Friseurboden an einem Samstagnachmittag. Ja, ich mache da auch kein Trararum, ich dusche auch mit Rofix. So. Wirklich. Kein Scherz. Ohne Witz. Nee, ist so. Ich dusche mit Rofix. Duschst du auch mit Rofix? Mit was duschst du? Whatever. Schöne Antwort. Kenne ich gar nicht, dieses Shampoo. Shampoo, whatever. Whatever. Nein, das Ding ist, ich war neulich bei der Massage, um euch nochmal zu veranschaulichen, wie behaart ich bin. Ich war neulich bei der Massage, so, ich habe mich ausgezogen und der so, machen Sie sich bitte frei. Ich so, Bro, ich bin frei. Der so, ja, ja, aber den Mantel auch. Also so behaart bin ich. Wisst ihr, was ich meine? Das Ding ist, jeder hat ja seine Defizite, jeder Mensch so hat seine Defizite. Es gibt Menschen, die haben komische Stimmen, komische Nasen, komische Zähne. Bei mir ist so, ich bin etwas kleiner, etwas dicker. Und ich bin sehr behaart. Das haben wir festgestellt. Aber als würde das nicht reichen, kommt bei mir noch hinzu, schaut mal alle ganz genau hin. Im Grunde genommen habe ich eigentlich keinen Hals. Alter, das fuckt mich ab. Ich sehe von hinten aus wie ein Dönerspieß, Alter. Reicht doch langsam. Ohne Scheiß. Nein, ist nicht witzig, Alter. Zum Beispiel dein Hals. Wie heißt du, mein Lieber? Tobi. Du hast einen sexy Hals, ich sag's ehrlich. Ich würde am liebsten einmal dran lecken.
Wirklich, den kannst du in dem Takt fit Litfaßsäule. Guck mal, ich beneide dich ja darum. Ich finde es ja wirklich attraktiv. Weil wenn du einen Schal trägst, kannst du einen Schal tragen? Frag mal mich. Alle, ich trage einen Schal. Bei mir ist so, du wirfst den Schal um und läufst so durch die Stadt, gell? Stimmt's? Bei mir ist Schal. Alle, ich stand neulich an der Ampel. Ein alter Mann sagt zu seiner Frau, Waltraud, der Junge spielt seit 5 Minuten allein blinde Kuh. Das ist nicht lustig so. Ich kann nicht mal ein Hemd richtig tragen. Wenn ich ein Hemd anziehe und ich mache den obersten Knopf zu, dann sehe ich nichts. Ich bin als Kind so gern in den Zoo gegangen. Alter, ich traue mich das nicht mehr. Ich mache einen Schritt in den Zoo, die Giraffen gucken mich an. Jungs, guck mal, da ist eine Missgeburt. So, die einzigen, die nett sind, sind die Schildkröten. Die sagen, Bruder, komm zu und scheiß auf die Giraffen. Das sind Wichser, Alter. Ja, ihr lacht, ich habe neulich mit 16 Schildkröten allein Shisha geraucht. Weißt du, was ein Knutschfleck ist? Ich auch nicht. Wohin denn? Wo? Ich hab mal was mit einer Frau, die hat 3 Minuten gesucht, wo die einen Knutschfleck machen kann. Ich war so verzweifelt, ich so, ganz ehrlich, ich mach mir einen auf den Arsch, Alter, scheiß drauf. Die so, ja, okay, aber willst du nicht den Mantel erst ausziehen? Dankeschön. Wie heißt du? Saskia, schöner Name. Was bedeutet das übersetzt? Ja. Wow. Schöne Bedeutung. Saskia, ja. Sarah heißt vielleicht. Weißt du nicht, was Saskia bedeutet? Du? Was es bedeutet? Nee, wie du heißt. Alexandra bedeutet nein. Was macht ihr zwei, wenn ich fragen darf, beruflich? Das interessiert mich jetzt sehr. Bürokauffrau, schön. Wie, Corona war für euch angenehm, oder? Ja, für mich war es nicht so schön. Ich bin arbeitslos geworden während Corona. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Es gab 2 Optionen. Entweder ich eröffne eine Corona-Teststation oder ich arbeite im Kindergarten als Erzieher. Ich habe im Kindergarten eine Teststation aufgebaut. Nein, schöne Versprecher. Nein, ich habe mich tatsächlich entschieden, und es war wirklich eine sehr schöne Entscheidung in meinem Leben. Ich habe angefangen, als Erzieher zu arbeiten im Kindergarten. Und es war sehr schön, wirklich. Das Ding ist, guckt, wie ihr schon reagiert. Ihr guckt alle so ein bisschen so. Genau so sind die Reaktionen. Die eine Hälfte sagt, super, Integration. Die andere Hälfte sagt, darfst du das? Ein Nachbar hat mich gefragt, ob ich das schwarz gemacht habe. Ich so, ja, ja, auf Teilzeit. So. So. Was ist das für eine Frage, Mann? Meine eigene Kollegin hat mich mehr oder weniger diskriminiert. Guck mal, ich bin in die Kita gekommen, ich war richtig gut drauf. Das war mein erster Tag. Die guckt mich an, ich komme rein, die guckt mich an. Die so, Himmels Willen. Wer sind Sie? Ich so, ich bin der Neue, Sarah. Die so, ach, die sehen gar nicht aus wie ein Erzieher. Sie sehen aus wie einer, der auf der Baustelle arbeitet. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie sind doch auch Erzieherin, obwohl Sie aussehen wie eine Kugelstoßer. Das Ding ist, die Kinder lieben mich. So, ich komme da morgens rein, die Kinder warten an der Tür. Oh, Sarah! Bruder, komm rein, Alter! Ey, putz mal mein Popo, das juckt voll, ey. Habe ich immer gehört, war aber für mich kein Thema, weil für mich ist es ein ehrenwerter Beruf gewesen. Kinder sind unsere Zukunft. Kein Problem, ich mach das. Aber der Junge, der hieß Felix, Datenschutz, Meier, der kam immer zu mir. Irgendwann habe ich gesagt, Alter, warum kommst du immer zu mir? Dann sagt er, du arbeitest doch hier. Ich sage, das ist ein gutes Argument. Dann kommt meine Kollegin zu mir und sagt, Serkan, du bist selber schuld. Du musst mal lernen, den Kindern Feedback zu geben. Habt ihr 4-Jährigen mal Feedback gegeben? Habt ihr mal einem 4-Jährigen Feedback gegeben? Ich hab's gemacht, ich hab's bereut, Alter. Ich hab gesagt, hey Felix, guck mal, du bist jetzt 4 Jahre alt. Andere Kinder in deinem Alter machen Nike-T-Shirts. Die Mutter stand hinter mir, ich hab's nicht gesehen. Im Nike-T-Shirt, Alter. Ich habe den Beruf ja ein Stück weit beobachtet und mir ist aufgefallen, dass wir in der Kita auch ein bisschen Kinderarbeit gemacht haben, in Anführungsstrichen. Wir zum Beispiel hatten ein Aufräumlied, wenn wir wollten, dass die Kinder aufräumen, also arbeiten. Guck mal, kein Scherz, dieses Lied hat in den Kindern was ausgelöst.
Wirklich, das nennt man operantes Konditionieren. Wenn dieses Lied kam, das ging so, hier kommt das Aufräumlied, ne? Die Kinder waren im Schichtmodus, Alter. Alle, die deutschen Kinder haben gestempelt. Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, ha, so. Das ist kein Scherz, der albanische Junge, wenn dieses Lied kam, stand einfach da ein Blaumann mit der Bohrmaschine in der Hand. Der guckt mich an, Arbeit! Die türkischen Kinder sind verrückt geworden, wenn dieses Lied kam, wisst ihr, was die gemacht haben? Krank. Hey! Ein Dreijähriger hat gekündigt. Der kommt zu mir. Ich geh, du Fettsack. Ich sag, wohin? Ich bin krank. Ich sag, was hast du? Krank. Und geht. So. Und ich finde, das kann man nicht machen mit diesem Lied, weil ich meine, ich gehe auch nicht nach Bangladesch und lass laufen. Work, 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 Alter. Ihr merkt selber, geht. Kann man nicht machen. So. Das Ding ist, ich bin ehrlich, ich bin jetzt als Comedian unterwegs und ich vermisse schon die Arbeit in der Kita. Weil ich bin jetzt selbstständig, ist anstrengend. Wirklich. Wirklich, ist anstrengend. Krankenkasse, dies, das, Steuer hinterziehen. Ich komme nicht hinterher so, weißt du, was ich meine? Wirklich. Ist nicht einfach, ohne Witz. Und als Kind, als ich in der Kita gearbeitet habe, hatte ich keine wirklichen Sorgen. Weil Kinder haben keine Sorgen. Und das trägt sich auf dich über. Es gibt Pädagoginnen, die sagen, halt Schnapsjacke an! Kinder haben sowohl auch Sorgen. Da sage ich dann, halt deine Fresse. Leute, Kinder haben keine Sorgen. Und das ist das Schöne. Wie, guck mal, wie kann das sein, dass jemand, der ernsthaft Sorgen hat, morgens um 7 Uhr Memory spielt? Ich habe meinen Vater noch nie gesehen, dass der morgens sagt, ich gehe nicht arbeiten, scheiß drauf, Memory. Scheiß auf Miete zahlen, heute erst mal Memory. Habe ich noch nie gesehen. Weißt du, was ich meine? Aber Kinder sind so, ich komme morgens um 7 Uhr rein, Felix steht da, guck mal, der hat zwei Schmetterlinge. Dabei war einer auch noch eine Raupe. Ich so, hey Felix, das eine ist eine Raupe, du Fisch. Nein, kein Fisch, Schmetterling. So. So sind Kinder und das ist geil. Wirklich, und die sind auch empathisch. Alter, ich bin morgens... Das liebe ich, Federung lache. Mein Lieber, gefällt's dir, oder? Jetzt auf einmal sag ich nichts mehr, gell? Guck mal, das Geile ist, wo war ich jetzt stehen geblieben? Kinder haben keine Sorgen, das hat er mich voll rausgemacht mit seiner... Nein, Kinder sind empathisch, wirklich. Ich bin morgens in die Kita rein und die Kinder haben mir angesehen, wenn es mir schlecht ging. Alter, Felix, guck mal, ich konnte einmal meine Miete fast nicht bezahlen. Wisst ihr, was ich meine? Kann passieren, ich habe Comedy gemacht nebenher, Kita, hat fast nicht gereicht. Und ich kann ja, ich muss es ja verstecken, weil das trägt sich auf die Kinder über. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann zu einem Vierjährigen ja nicht sagen, du, ich habe mich verkalkuliert. Ja, Mann, Alter, Kaltmiete und Warmmiete ist gar nicht dasselbe, das wusste ich nicht. Alter. Ja, auf jeden Fall bin ich gefickt, kannst du helfen. So. Kannst du nicht machen, oder? Deswegen habe ich gesagt, ich muss schauspielen. Ich gehe rein, Felix sieht mich, der kommt direkt auf mich zu, der hat es gespürt, der guckt mich an und sagt, Digga, was ist los mit dir? Ich so, hey Felix, nichts, alles gut, ich habe weggeschaut. Der so, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Ich so, was ist? Der so, Digga, erzähl, rück raus, was muss ich, kenn dich. Und dann habe ich zu einem Vierjährigen gesagt, Felix, ich kann vielleicht meine Miete nicht bezahlen. Dann sagt er zu mir, dann schlaf doch bei mir. Da habe ich gesagt, das geht nicht, ich bin dein Erzieher. Dann sagt er, ja, dann schlaf ich bei dir. Ihr lacht, aber wir wohnen seit 3 Jahren zusammen. Auf jeden Fall. Leute, was geht ab? Mein Name ist Serdar Karibik. Wenn ihr Bock habt, mehr Videos anzuschauen von den Kollegen, klickt hier oder hier. Wenn ihr Lust habt, den Kanal zu abonnieren, dann klickt hier. Und wenn ihr das ganze Video in der Mediathek anschauen wollt, dann klickt hier. Dankeschön.